Ihr wollt wissen, wie viel Strom ich jetzt habe? Dann bleibt dran. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So, und jetzt wollen wir erstmal eine Runde schwitzen. Es ist warm. Ich wollte noch so ein paar von den Dingerchen da hinbauen, irgendwo. Da fällt mir ein, ich sollte vielleicht auch, die habe ich, ein paar Kabel habe ich, das sieht schon mal gut aus. Ich brauche aber noch die, ach, Turbodrahtrollen habe ich auch, ey, das ist doch super. Habe ich so genug Turbodraht? Ein bisschen knapp. Gucken wir mal. Und hüpf. Hier rum. An diese wunderbare Upsi. Upsi. Ja, dann hoffen wir, dass wir damit auskommen. Eigentlich brauchen wir theoretisch nur so um die 3. 12. Was kostet einer? Oh Gott. Ich bin durch, es ist zu warm. Strom. Einer von den Kollegen kostet 8. Wir haben Überschuss von 14. Das heißt, wir kriegen nicht mal 2 hin. Ungünstig. Da müssen wir das anders bauen mit denen. Das kriegen wir aber hin. Aber da haben wir die Stangen nicht dabei. Haben wir sowieso nicht. Nehmen wir noch Stangen mit. Ich habe an alles gedacht. Nur nicht daran, diesen einen Dings da voll zu machen. Mann, das ärgert mich ein klein bisschen nur. Macht ja nichts. Wo haben wir Stangen? Ja, da haben wir Stangen. Hatten wir hier oben auch noch? Warte mal. Nee, da kommt Beton. Hatten wir da oben auch noch Stangen? Aber hier hatten wir doch auch noch Stangen. Packen wir die Stangen mit den Stangen zusammen und dann haben wir genug Stangen. Aber brauchen wir Beton für irgendwas? Nein, brauchen wir die gerade für irgendwas? Nicht, dass ich wüsste. Ja. Ah, es sieht ja toll aus. Oh, wir haben ein bisschen sehr viel Kabel dabei. Brauche ich so viel Kabel? Gucken wir. Können wir vorsichtshalber Beton mitnehmen. So. Dann hier rüber und dann fangen wir direkt da vorne an. Baue ich mich von oben runter. Ist, glaube ich, cleverer, weil dann wo ist denn hier unser Eingang? Da hinten. Dann kann ich nämlich einfach von oben immer runterfallen. Und für meine Verteilproblematik hatte der gute Spielkind unter dem letzten Video ein paar schöne Kommentare. Da werde ich doch dann auch noch mal rangehen. Das heißt nämlich dann kurz ruckeln und dann hier so ein paar Ventile verbasteln. Das sollte möglich sein. Schauen wir mal. So. Wo haben wir unsere erste Ecke? Hier haben wir unsere erste Ecke. Und das ist doch, warte mal, das war die Etage, wo wir immer nur 3 hingepackt haben, ne? Oder? 1, 2, 3. Genau. Dann, welchen lassen wir denn aus? Den da oder? Ja, lassen wir den da hinten aus. Dann fangen wir dort an. Und zwar, das ist ein, da war eine Menge Rot. So, wir wollen das weit hinten haben. So. So. Und ne, komm. Ach so. Ein Stückchen. So. Das hätten wir schon mal. Da sind die ersten 3. Dann schauen wir doch mal hier. Da können wir auch den außen vorlassen.
Dann machen wir das. Ja, komm. Das machen wir so. Da so. Und da. So. Ja, die drei stehen. Und dann lassen wir hier. Erstmal den da. So. Noch ein Stückchen. Dahin hätten wir dich gerne. Da habe ich gesagt, lassen wir den, ne? Na, komm. Nee, ich. Dahin. Und dich setzen wir dahin. So. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo genau hier die Dinger stehen. Der Kollege steht da. Das heißt, ich mache den Kollegen. Ohne Eisenplatten komme ich nicht weit. Es war so klar, dass ich irgendwas unten lasse. Ja, komm. Aber wenn ich das jetzt durchziehe und erstmal fertig mache, ist das, glaube ich, viel, viel besserer. Oh, ich muss sowieso noch hier die... Haha, gut, dass ich Beton mitgenommen habe. Muss ja auch noch die Säulen fertig machen. Oh Mann, ich habe ja noch eine ganze Menge zu tun, ne? Und ab ins Wasser. Viel Wasser. So, da sind wir wieder draußen. Guck mal, nehmen wir uns ein paar Nüsschen mit. Laufen wir hier mal so lang. Versuchen, nicht hier drunter zu ertrinken. Das wäre ganz nett, danke. Ich hätte auch fliegen können, ich depp. Ja, läuft heute wieder so richtig. Ich hier mehrfach hin und her für dumme Nüsse, aber es läuft. Da ist es. Und ich habe mich schon gewundert, warum so viele von den Dingern hier stehen. Oh, da geht's Telefon. Einen Moment bitte. So, da sind wir auch wieder. Irgendwas ist ja immer, ne? Diesmal war es Bofrost. Wäre vielleicht gar nicht so doof, wenn ich auch das mitnehme. Eieieiei. Luft. Ich liebe Dachgeschosswohnungen. Sag mal. Ja, so. Falsche Seite. Wollte doch sagen, hier oben ist doch noch was drin. Nehmen wir die auch noch mit. Ja, so viel brauchen wir nicht. Okay. Nächste Runde. Einmal da rüber. Und die Leiter rauf. Ist bei euch auch so warm? Eine blödere Frage konnte ich auch nicht stellen, oder? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Also beides. Wo wollen wir hin? Da hinten wollten wir hin. Da wollten wir anfangen. Ja, ja, reg dich ab da unten. Ja. Sind wir doch hier angekommen. Ist doch alles easy. So. Wir haben gesagt, wir wollen den Kollegen. Nein, den Kollegen.
irgendwo hinstellen und zwar so gedreht und dann auf diese Position. Wohin wollten wir denn? Diese Position. Und. Na, komm. Diese Position. Dazwischen packen wir uns schön ein Röhrchen. Und dann eine Kreuzung. Die setzen wir uns. Hier hin. Und eine setzen wir uns dahin. So. Dann sagen wir, das dicke Röhrchen für das dicke Röhrchen fehlt mir Kunststoff. Okay. Wie viel müssen wir hier runterleiten? Reicht das dünne Röhrchen? Pass auf. Einfach damit das Röhrchen schon mal da ist. Ich glaube, 12 brauchte ich, ne? Wir haben 11 mal 12, 132, da reicht das Röhrchen. Ist doch schön. So, du dahin. Du dahin. Und du dorthin. So, jetzt setzen wir da oben nichts von dem hin. Ja, noch nichts von dem hin. Den Kollegen mal hin. Weil wir wissen ja, wir haben einmal da. Einmal da. Dieses Spielkind, das war es, was ich meine. Die verbrauchen sofort, sobald ich... Da ist ja jetzt noch keine Verbindung zu den anderen. So, wie sieht das da aus? Du kommst da dran. Jetzt ist das im Netz. Okay. Das hätten wir schon mal. Sind die ersten schon mal dran? Warum habe ich eigentlich 11 gerechnet? Ja, weil ich 11 mache, ja, logisch. Ja. Das sieht aber gerade gut aus hier oben. Das gefällt mir, so soll das bleiben. Wird es nicht, garantiert nicht. Aber, ach genau, das wollte ich eigentlich gucken. Das Ding ist voll. Das Ding ist voll. Und das Ding ist voll. Warum geht jetzt wieder einer aus? Was haben wir? 12,5 irgendwas, 12,4 irgendwas. Wenigstens einer ausgegangen. Okay. Aber ja, der war auch voll. Okay. Also letztendlich war es das, was das Spielkind mir gesagt hat. Einfach quasi dort ein Ventil hinzusetzen. Komm, wenn wir sowieso schon dran sind und darüber reden, ne? Dann sagen wir doch einfach, weil er sagte, ne, volle Pipes sind gute Pipes. So, dort ein Ventil hin. Und dieses Ventil voll auf. Passt. Haben wir. So, dann kann ich nämlich jederzeit diese Etage und alles darunter absperren. Oder ich kann dann bei der nächsten die Etage und alles darunter absperren. So. Und genau das machen wir jetzt auch so. Und hier machen wir jetzt direkt weiter mit dem Späßchen. Wo haben wir den Kollegen sitzen? Der Kollege sitzt dort. Das heißt, wir packen uns dort die Stütze hin. Packen uns da eine hin. Na. Den Kollegen. Den Kollegen und den Kollegen. Dann schnappen wir uns den Spaß
und setzen ihn. Ja, komm, bitte. Nein. Nö. Heieieiei. Knapp waret. Ich will dich nicht da drauf haben. So, da hätte ich dich gerne hin. Genau. Du gehst da rein. Verzeihung. So, und von hier aus gehst du da rein. Das passt doch, ne? Ja. Dann sagen wir uns, doch, der war doch richtig. Dort den Kollegen. Und dahin. Wie sieht's bei dir aus? Ja, 50 drin. 50 drin. Dann werden da auch gleich 50 drin sein. Dann schnappen wir uns wieder das Ventil. Und sagen, Kollege, dahin. Und lassen das auf. So, und jetzt schnappen wir uns die Leitung von dort. Und sagen, wo haben wir denn... Also da hätten wir einen Punkt. Den wir auch durchaus nehmen können. So, und dann hängen die Kollegen auch im kompletten Netz. Und wir sind bei 13, irgendwas. Das sieht doch eigentlich schon ganz nett aus, ne? So, dann kommen wir hier hin. Das ist die nächste Runde. Dich haben wir dort stehen. Okay. Dann packen wir dich. Einmal dahin. Einmal dahin. So. Das Spielchen kennt ihr ja, ne? Die Kreuzung. Komm, setzen wir erst die hier vorne hin. Dann die da hinten. Röhrchen dran. Und dann geht das einmal von dort dorthin. Da dorthin. Und da dorthin. Und dann wieder Strom. Den Kollegen. Wo setzt man hin? Da ist ganz gut. Den an. Na, kommst du her? Und... Das sieht doch immer besser aus hier. Guck mal einer an. So, und jetzt müssen wir den gleichen Spaß eine Etage tiefer machen. Und dann müssen wir noch die ganzen Dinger runterziehen. Da werde ich wahrscheinlich mit meinem Beton nicht hinkommen. Macht nichts. Macht nichts, macht nichts, macht nichts. Wir haben ja da vorne noch genug. Ich denke noch eine Runde. Aber dann mal runterfallen. So.
Ahnung, wie tief ich da jetzt bin. Ist ja auch egal. Was haben wir noch an Beton? Ja. So, es ist die Seite, die ich hier machen muss. Dann tue ich das auch als erstes. Und dann habe ich nämlich schon mal meine Stützen hier. Wobei, das ist, glaube ich, gar nicht so clever, was ich jetzt gerade tue. Andererseits, komm, eben. Nein, Strom. Da. Generator. Einmal. Zweimal. Dahin. Und dahin. So. Dann schnappen wir uns die Rohrleitung, packen sie möglichst schräg. Nee. Dahin. So. Nochmal. Zweiter Versuch. Die Rohrleitung. Dann machen wir schon mal da dran. Dann machen wir da dran. Dann nehmen wir uns die Rohrleitung und sagen, wir hätten gerne eine Kreuzung. Die packen wir einmal hier ran und einmal dort ran. Nehmen uns das Rohr, packen es dort rein. Packen jenes Rohr dort rein. Und hoffen, dass wir hier hochkommen, ohne zu sterben. Diese Löcher hier. So, dahin und sehen nichts. Dann gehen wir dorthin und sagen einmal Hallo. Ne, vielleicht auch nicht. Ach so, jetzt ist das wieder so. Genau, hier komme ich so richtig gut drunter her, ne? Meine Fresse. Was ein Hin und Her hier. Dahin. Jetzt erwische ich diesen dämlichen Punkt da oben nicht. Doch, so. Geht doch. Jetzt kommt hier Sprit an. Läuft auch direkt in die Dinger rein. Währenddessen muss ich mir Gedanken drüber machen, wie ich das jetzt hier verwurste. Auf dieser Etage hier. Wenn ich dort einen hinsetze für quasi in der Mitte, dann könnte ich von hier aus da anschließen, oder? Komm. Wir machen einen hier. Und wir machen einen da. Der geht an den da hinten und an den hier vorne. Ich muss mir nicht die anmachen. So, geht da dran, da dran und da dran. Und von da aus setzen wir an der Decke hier oben hin. Und gehen von da aus. Wo haben wir denn jetzt einen guten Punkt? Gehen wir dahin. Hä? Was war das? Rechner. Hallo? Hier flackerte gerade alles und mein Rechner hat irgendwas gemacht. Auch sehr schön. Einmal da dran. Ich esse jetzt hier. Was ist dein Problem? Warum kommt bei dir nicht genug an? Ja.
Und das Rohr ist leer. Ja, das ist genau die Nummer. Ich müsste da unten ausschalten, damit sich das hier staut und da reingeht. Hey. Seltsam. Vielleicht ist das auch wieder so eine Leitung, die ich einfach nochmal abreißen muss und wieder dran machen. So, jetzt haben wir den. Nach dort. Von hier aus ziehen wir aber direkt einen dahin und einen hierhin. Da machen wir das nämlich genau so. Und einen da. Dann haben wir nämlich hier schon mal diese Unterverteilung. So. Das ist doch wunderbar. Dann kommen wieder unsere guten alten Rahmenfundamente. Die setzen wir jetzt hier hin. Und jetzt da drunter. Und hier machen wir das Gleiche. Ja, komm. So. Eins noch da drunter. Fertig. Dann schnappen wir uns wieder die Treibstoffgeneratoren. Und fangen dort an. Ich hätte dich gerne da stehen. So ungefähr. Dich hätte ich gerne da irgendwo stehen. Jo. Du kommst dahin. Jetzt muss ich dahin laufen. Und du kommst. Ne, komm. Dahin. So, und in diesem Fall muss ich wieder gucken. Das ist dort. Das heißt, dich hätten wir gerne einmal hier drauf stehen. Und gerne einmal hier drauf stehen. Einmal darüber. Einmal daran. Einmal daran. So, wo war jetzt hier der Knoten? Da ist dieser. Das machen wir dann auch genauso wieder. Das heißt, du kommst dahin. Du kommst dahin. Dahin. Und dahin. Einmal die Haare aus dem Gesicht und dann kann es auch schon weitergehen. Und die nächste Runde ist dran. Wie sieht's aus? Es wird immer mehr. Das gefällt mir. So. Treibstoffgeneratoren. Na, komm, 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 komm. So. Noch ein und dann setzen wir da noch einen hin. So. Hier brauchen wir den Spaß jetzt wieder im Moment. Der stand da. Also, wir packen uns die Stütze dort drauf, hier drauf. Hin. Du gehst schon mal da rein. Du gehst da rein. Dann machen wir den Kollegen und den Kollegen. Dahin. Dahin und dahin.
Das habe ich jetzt überall nicht gemacht. Die Ventile, von denen ich die ganze Zeit rede. Eieieiei. Macht ja nichts. Ich bin ja Gott sei Dank noch auf der richtigen Etage. Na, komm her. So. Dann haben wir das. Irgendeinen habe ich jetzt nicht so angeschlossen, wie ich mir das gedacht habe, aber hey, komm, irgendwas ist ja immer. Glaube ich, oder? Ne, passt schon. Perfekt, ihr lauft auch. Und wir sind bei 15. Guck mal. Dann setzen wir nicht die Pumpen. Hier, komm. Ventile. Warum mache ich das eigentlich da wieder hoch? Egal. Ventile. Bleibt offen. So. Bleibt offen. Gehen wir darüber. Und du machst einmal nein. Das geht hier um den Fluss nach unten, ne? So. Das sieht doch eigentlich schon ganz nett aus, oder? Wenn die Linie jetzt so bleiben würde, wäre das richtig toll. Ja? Plus halt noch das, was kommt. Das sind noch mal 1800 Watt dazu. Das wäre doch was, oder? Okay, der Wortwitz war unbeabsichtigt. So, einmal hier raus, hier runter und plumps. Da sind wir wieder. Na, guck mal, da sind wir auch schon mal bis hier hingekommen. Ich glaube, ich hatte überall immer noch mal zwei runtergesetzt, ne? So, hier wie im Schlussverkauf, ne? Erstmal alles runtersetzen. So, haben wir auch den Witz gebracht. Oh Mann, ey, läuft wieder heute. Einer kommt hier noch drunter. Hier geht's rauf. Erstmal hier diese ganze Infrastruktur fertig. Was sind wir denn zeitlich? Ach ja, haben wir ja noch massig. So, einmal da rein den Kollegen. Noch einen runter. Was ist das? Ach, wird schon. Das werde ich nachher von unten sehen. Wenn ich der Meinung bin, ich müsste da noch was dran rumbasteln. Für schön. So. Das hätten wir. Dann. Ja komm, wenn ich sowieso schon hier hinten bin, kann ich eigentlich auch hier anfangen. Mit den Kollegen. Einmal Stromleitung an der Decke. Ja, komm, ziehen wir auch wieder nach innen. Zweimal Stromleitung an der Decke. So, jetzt gehen wir damit weiter und sagen, die hätten wir gerne hier. Von da aus geht's nach da dran. Von dem aus hätten wir gerne hier hin und dahin. Und von da aus gehen wir dahin. Und komm, ein bisschen was anders zu machen, gehen wir dahin. Ha. Okay, das haben wir. Dann können wir wieder hingehen. Generator. 12 Stück. Ich habe auch für alles noch genug da. Einen. Den nächsten. Und hier den. Na komm, letzten. So, das war jetzt wieder ein von da nach da.
dachte gerade, was ist das denn für ein Wal? Ist das natürlich das Vieh da, ne? Das wäre übrigens so schön, wenn die aufhören würden, da durchzuklippen. Ne? Auch so eine Motte, die ist ja ganz nett, kann man schön drauf reiten, das ist wunderbar. Aber eigentlich wäre es ja cooler, wenn die Motte vielleicht dann doch mal irgendwo hängen bleibt. Nee, dich wollte ich doch gar nicht. Dich wollte ich auch nicht. Dich wollte ich. Ja, oder wenn die Viecher so clever sind, so, ich komme hier nicht runter, dann gehe ich mal woanders lang. Wäre jetzt nicht so verkehrt. Da, da, da. Aber gut, das sind zweitrangige Geschichten. Dass sich da die Entwickler noch nicht mit beschäftigen, ist auch irgendwie klar. Solange alle rumbrüllen, meine Mods funktionieren nicht mehr. Nach dem Major Update, bei dem uns gesagt wurde, dass alles anders wird. Wie das nur passieren konnte. Und alle noch dran sind. Wir müssen den Multiplayer fixen. Yeah. Wobei ich da der Meinung bin, sollte mal, ne? Dedicated Server wären schön. Hätte ich auch gerne. Aber alles zu seiner Zeit, ne? Der Strom. Ne? Softwareentwicklung, egal in welcher Form, ist ein aufwendiger Prozess. Und geht halt nicht in 5 Minuten. Auch nicht mit 30 Mann. Und das ist etwas, wo ich tatsächlich absolut weiß, wovon ich rede. Ich habe den Spaß mal gelernt. Und betreibe ihn auch noch heute. Zwar mittlerweile mit einer QS-Brille, aber auch da gibt es Entwicklungsarbeit. Weil bevor ich irgendetwas 17 Mal durchklicke, schreibe ich mir einen Test dafür, der das automatisch für mich macht. Denn bei den 17 Mal durchklicken ist es mindestens einmal, dass ich was vergesse. Und dann falle ich hier runter. Nein. Dann sagt der Kunde, ja, ich hätte mal funktioniert, warum geht das jetzt nicht mehr? Habt ihr keine QE? Und dann muss ich sagen, doch, aber die hat Kacke gebaut. Und da ich ungern sage, dass ich Kacke gebaut habe, mache ich lieber richtig. Mal ganz davon abgesehen, dass das Schreiben von Test viel mehr Spaß macht, als den Spaß einfach durchzuklickern. Jetzt habt ihr auch einen wunderschönen Abriss in die Softwareentwicklung und Qualitätssicherung bekommen. Herrlich, oder? So. Jetzt haben wir den Kollegen. Also einmal, warten wir da. Zweimal. So. Fast 16,5. Mein Gott, und ich muss nur noch 4 hinsetzen. Ein Ventil. So. Das haben wir, das haben wir. Also einmal auf den Strom, Treibstoffgenerator. Muss mir nur noch einfallen, wie ich einen möglichst clickbaity Titel hinkriege. Mit einem entsprechenden Thumbnail dazu.
Ja, komm, Clickbait kriegen wir doch hin, oder? Ihr werdet es ja sehen, weil ich daraus gemacht habe. Den wollte ich ja. Von da nach da, genau. So. Das haben wir alles. Dahin. Dahin. Okay. Hatte ich den jetzt eigentlich? Nein, hatte ich nicht. Gut, dass ich nochmal geguckt habe. Sonst hätte ich mich gewundert, warum da zwei laufen, aber irgendwie nichts kommt. Mann, Mann, Mann. Dann wäre wieder eine WhatsApp vom Spielkind gekommen mit einem: Du weißt schon, dass du den Strom da nicht angeschlossen hast? Wieso? Hab ich doch. Ja, aber da nicht. Und dann wäre ich wieder hingelatscht und hätte gesagt, Scheiße, hat der recht. Aber ich bin ja froh, dass er das macht. So, wo sind wir? Wir sind angekommen bei 17. Die 098 da, die lassen wir jetzt mal weg. Das ist alles von dem anderen Kraftwerk da hinten mit meinen Kohlegedöns. Da könnte man bald überlegen, das auszumachen. Und wir haben einen wunderbar konstanten Fluss. Das Einzige, was ich jetzt nochmal prüfen muss, ist diese Leitung hier. Denn dort, an diesem Ventil, an das ich von hier aus gar nicht rankomme, was ein bisschen unpraktisch ist, weil ich sonst keine Ahnung habe, wie ich da rankomme. Ah, doch, von hier aus. Das habe ich auf 4 gestellt. Ich muss aber, eigentlich muss ich das hier auf 12 stellen, auf 6 stellen. Weil dann gehen hier die 6 raus. Dann muss ich das da vorne, da habe ich ja auch nochmal irgendwo eins. Wo war das? Uiuiuiui. Kabelsalat hier. Dort war das. Dieses dort. Ja. Muss ich auch auf 6 stellen. Dann kommt hier quasi all das raus, weil ich habe ja, ne, 3 mal, wo 4 unten über sind, macht zusammen 12. Da ich aber nur noch an 2 Stellen hochpumpe, komme ich auf, komm, lass mal an 2 Stellen 6 runterlaufen. Dann passt, da habe ich damit jetzt ein, ne, es kommt genug oben rein, dass das dann durch sich verteilt und wow. Fühlt ihr auch diese Leere? 99 Treibstoffgeneratoren. Und ein Verpacker, der mit 12 Dingsbums auskommen muss, was ich jetzt mal eben einstellen sollte, weil na, hier läuft so langsam alles raus. Der hält sich ja ganz gut. Aber wie sieht das hier bei dir aus? Ja. Du sollst... ich glaube, ich muss dich auf 12 stellen, dann passt das doch, oder? 12 pro Minute. Ja, ja. Ja. Guck mal. Dann müsste das doch jetzt perfekt laufen. Ist die Frage, lasse ich hier die Kollegen dazwischen noch oder nehme ich das weg? Und der pumpt das schön da hoch, warum auch immer. Aber jetzt müsste eigentlich genug rein und genug rausgehen bei dem Ganzen. Und der hier, warte mal, du brauchst jetzt wie viel Kanister? 12 pro Minute. Ich möchte hier nur 12 pro Minute haben. Das sind gerade mal 20%. Ist das nicht schön? Ey, perfekt. Dann gehe ich hier mit dem Spaß nämlich auch runter.
Das sieht nett aus. Das müsst ihr jetzt quasi. Ja, der müsste schön sanft. Müsste sehr langsam auf eine 100%ige Effizienz kommen. Und der auch. Und wir kriegen immer mehr Kunststoff da hinten rein, wobei ja gerade alles Kunststoff, was wir über haben, hier vorne weggeschreddert wird. Und auch alles Gummi. Und wir haben gerade eine Menge, was geschreddert wird. Ja, wunderbar! So. Ich habe dieses Projekt geschafft. Ihr habt euch dieses Let's Play mit dem Projekt bis hierhin geschafft. Ich muss mir jetzt noch überlegen, wie ich das vielleicht schön verkleide. Das ist, glaube ich, die schwierigste Geschichte da dran. Aber das kriegen wir auch hin. Vielleicht sieht das nachher sogar noch interessant aus, wenn ich da ein paar Wände dran gemacht habe. Noch so ein paar Stelzen und so. Aber das werde ich definitiv ohne euch machen. Ich habe sogar noch ein paar Computer über, das war klar. Ja, das hat leider nicht genau gereicht. Macht aber auch nichts. Ja, wunderbar. Hier läuft das schön sauber ordentlich rein. Ey, ich bin ein klein bisschen begeistert und zufrieden, weil das scheint gerade richtig gut zu laufen. Der läuft schön durch. Also die laufen alle schön durch. Produzieren. Es kommt überall was an. Du produzierst auch. Oh, du bist aber nicht bei 100%. Du auch nicht. Ja, ist auch logisch. Weil was sagen hier? Ach komm. Dann gehen wir hier nochmal hin und ändern die Bänder alle auf Mark 1. Und dann dürfte auch nicht mehr so viel da rausgenommen werden, wenn es vorbeiläuft. Und dann müssten die anderen auch wieder besser laufen. Glaube ich, hoffe ich. Weil dann müsste das ja quasi, ne, ich brauche 40, wenn 60 pro Minute da reinkommen, wäre optimal. Wie sieht das aus? Ja, noch nicht so optimal. Ja, so soll das aussehen. Jo, das pendelt sich ein. Dann machen wir das da drüben auch noch. Weil wir hier wahrscheinlich genau das gleiche Problem haben. Muss ich halt dann immer so ein bisschen aufstauen alles. Hier, guck mal einer an. So. Oder ist hier irgendwas, was blockiert ist? Oder habe ich ein Band vergessen oder so? Aber nee, das sieht eigentlich ganz gut aus. Das läuft alles schön schnell weg. So, 40 pro Minute werden verarbeitet, 60 gehen jeweils rein. Band voll, Band voll, Band voll. Band wird voll. Mark 3, das ist doch alles okay. Habe ich hier noch irgendwo einen Rechenfehler drin? Das sind 10 Stück. Nicht, dass ich irgendwo ein zu langsames Band habe, das wäre natürlich fatal. Sind 300 und ich lasse das über ein 270er Band laufen. Ich, natürlich bin ich so doof. Ach ja, komm. Das machen wir noch eben in Ordnung hier, oder? So viel Zeit muss sein. Und soweit ich weiß, haben wir auch so viel von den Zeugs noch hier rum. Von den Zeugs. Nee, ich komme nicht aus dem Pott. Kein bisschen. Nee, nee. Da müsst ihr euch verhört haben.
ich von der Pott komme. Das kann doch gar nicht Sinn. So. Jetzt läuft das doch direkt viel besser. Setze ich die hier auch noch zwischen. Komm, schieß mir das Zeug durch. Bis hinten hin. Dann passt das besser. Und da auf der Seite kommt das auch alles raus. Und du gehst da lang. So. So. Vielleicht hing der Spaß auch da dran, weil ich irgendwo mich verrechnete. So, bis dahin kommen auf jeden Fall maximal 270, weil es wird ja nur einer hinzugefügt. Und das heißt, das ist vollkommen in Ordnung, was ich hier habe. Weil der Kollege fließt jetzt schön sauber da rein und stockt nicht. Ja, perfekt. Nicht, dass ich das dann einfach hier irgendwo aufgestaut hätte und ich nicht gemerkt habe, dass quasi zu wenig Treibstoff ankam. So. Ist doch wunderbar. Achso, das war nicht da, sondern da hinten. Ja. Hat sich hier irgendwas gestaut? Nee. Das läuft schön sauber raus. Nach hier vorne. Und weg. Ja, toll. Da habe ich doch Spaß. Da kletter ich mal hier hoch. Springe hier drauf. Stell mich wieder in den Rauch. Ja, Kinder, lass nicht rauchen. Ja, ich sag mal, das war es für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut. Gäffchen.